Ja, mein Thema heißt Entwicklung und Evaluation eines E-Learning-Konzepts. Jetzt hat er mir die erste Folie geklaut. So, fangen wir nochmal an. Und es ging darum, ein E-Learning-Konzept zu entwickeln, was eben nicht nur selber beforscht und evaluiert wird, sondern mit dem wir Studierende konkret in ein Forschungsprojekt einbinden können. Und da haben wir dann ein Konzept, also wir hatten eine Forschungsfrage aus dem Bereich Baudynamik. Das heißt, für uns, die Studierenden hatten keinerlei Vorkenntnisse und das ICM sollte nicht nur dazu dienen, dass die Studierenden ihre Beiträge irgendwie weitergeben, sondern auch sämtliche Grundlagen damit erlernen können. Das Ganze sah dann so aus, dass wir ein Wiki mit Grundlagen geschaffen haben und in dem haben und bisherigen Ergebnissen. Mit dem und Beratung haben sich die Studierenden eingearbeitet und dann ihre eigene Teilfragestellung im Rahmen der Workload bearbeitet und die Ergebnisse für nachfolgende Projektarbeiten in späteren Semestern überarbeitet. Das Ganze wurde dann hier im unteren Teil dargestellt, begleitet von mir, indem ich die Studierenden beraten habe, dass ich geschaut habe, wie sicher sind die Messdaten, die Qualitätssicherung also übernommen habe, natürlich auch eigene Untersuchungen eingebracht habe. Und dann war immer die Frage, wie können wir auf dem Ergebnis des Studenten eine neue Aufgabenstellung generieren? Die einzigen Präsenzveranstaltungen, wenn die Beratung vor Corona nicht in Präsenz war, waren Versuche. Da hatten wir eine eigens dafür entwickelte Versuchsbrücke. Da kamen dann die Studierenden hin und konnten die für ihre Fragestellung oder konkrete Fragestellung wichtigen Versuche durchführen. In der Evaluation haben wir uns auf drei Hauptaspekte oder habe ich mich auf drei Hauptaspekte beschränkt, und zwar die Bedingungen mit Motivation, Interesse und so weiter, die Verlaufsprozesse, wie hat sich das Wiki entwickelt, wie waren die Beratungen und die Akzeptanz und Wirkung des Konzeptes. Das waren so die drei Hauptschlagworte für die Untersuchungen. Und die Motivation haben wir uns ganz konkret dann auf die intrinsische Motivation konzentriert, weil Zwang, dass die Wahlpflichtenberufe müssen sie Nummer eins nehmen, aber zu schauen, welchen Unterschied weist die intrinsische Motivation, konkret die Leistungsmotivation bei den teilnehmenden Studierenden auf im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und da haben wir uns das Leistungsmotivationsinventar von Herrn Schuler und Herrn Prochaska angeschaut. Das teilt die Leistungsmotivation in 17 Dimensionen auf. Zum Beispiel Leistungsstolz, Internalität, kompensatorische Anstrengung und diesen Fragebogen mussten alle teilnehmenden Studierenden, die waren alle freiwillig und auch eine Kontrollgruppe machen. Da wurden dann 170 Fragen jeweils beantwortet, mit wie stark oder wenig stimmen die Studierenden zu. Zum Beispiel, vor Prüfungen bin ich oft schrecklich nervös. Und dadurch konnte dann für jeden, der den Fragebogen gemacht hat, eine Auswertung erstellt werden. Das Ganze sah dann so aus, dass man ein Diagramm erstellt hat, von das jetzt hier von einer Person. Und dann sieht man bestimmte Ausschläge. Das bedeutet nicht, dass der Studierende nur nach einem diesem Item handelt, was einen großen Ausschlag hat, sondern aber dazu neigt. Und neben unseren Teilnehmern haben wir das in jedem Semester, ich komme aus dem Bauingenieurwesen, ja ganz fachfremd, was die Didaktik angeht, also wir wenden sie an, aber was die Beforschung davon angeht, und haben dann festgestellt, dass es manche Items gibt oder Leistungsdimensionen, die stark abweichen von den Teilnehmern zu unserer Kontrollgruppe. Hier ist in Grau die Kontrollgruppe, in Hellblau sind unsere Teilnehmer und hier ist prozentual dargestellt, wie stark sind diese Abweichungen. Und dann sieht man, dass eben zum Beispiel so Aspekte wie hier in der Mitte, Internalität und auch Furchtlosigkeit, besonders stark abweichen, was man sich dadurch erklären kann, die Teilnahme an einem Forschungsprojekt ist im Vergleich zu einem regulär Modul, was jedes Jahr die gleichen Inhalte aufbereitet, anders. Dann haben wir noch abgefragt, wie groß ist das generelle Interesse der Studierenden an Forschung, also wollen die Studierenden überhaupt wirklich mal mitforschen? Und hier sieht man bei 65 Teilnehmern, dass ungefähr zwei Drittel wirklich Interesse an Forschung zeigen und auch gerne Versuche durchführen würden, allerdings keine Erfahrung damit haben. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass wir mit Baudynamik sieht man hier mit 8 interessierten Teilnehmern von 65 auch einen Fachbereich aufgegriffen haben, wo jetzt das Interesse der Studierenden nicht so groß war. Wären wir da also mit diesem ICM-Konzept in einem anderen Bereich gewesen, hätten wir wahrscheinlich größere Interessen gehabt. Bei den Verlaufsprozessen habe ich mir angeschaut, wie hat sich das Wiki entwickelt. Und hier sieht man im Sommersemester 17 pro Begriff eine Wiki-Seite.
die aufgesetzten Startseiten, wo wirklich erstmal Messtechnik erläutert wurde. Und dann wurden ja die alle weiteren Seiten von Studierenden erstellt. Und hier sieht man für zwei nachfolgende Semester, wie sich das entwickelt hat. In blau dargestellt, also rot und blau und grün sind immer die Verknüpfungen der Seiten untereinander. Und man sieht, dass das Wiki kontinuierlich gewachsen ist. Wir haben aufgehört mit über 60 Wiki-Seiten und gestartet mit ungefähr 20. Und zu beachten ist, dass die Studierenden nicht nur ihre eigene Ergebnisseite erstellt haben, wie ja immer in der Aufgabenstellung war, sondern auch wirklich Ergänzungen auf Seiten gebracht haben, wo sie der Meinung waren nach der Beratung, dass es sinnvoll ist, da noch einen Satz zuzuschreiben oder wenn sie irgendwo einen Rechtschreibfehler gefunden haben oder irgendwas, was auf einer anderen Seite war, es wurde immer ergänzt. Dann haben wir jede Arbeit schematisch ausgewertet, um zu schauen, wie fügt die sich ins Gesamtkonzept ein oder in das gesamte Forschungsfragen? Welche Ergebnisse liefert sie? Wie relevant sind die? Welche Methodik steht dahinter? Wie reproduzierbar sind die Messdaten? Und dann wurde ganz am Schluss nochmal ein Interview geführt und da haben wir dann geschaut, wie sind die Erfahrungen der Studierenden? Wie fanden die das Konzept? Wie ist die persönliche Motivation gewesen? Und welche Erfahrungen haben sie mit dem E-Learning-Konzept gemacht? Insgesamt ist zu sagen, dass das Konzept sehr gut anwendbar ist. Wir können es auch auf andere Forschungsprojekte anwenden. Die Studierenden hatten durchweg eine positive Einstellung zu dem E-Learning-Konzept, haben gut mitgearbeitet und wir konnten unsere Forschungsfrage beantworten und haben somit ein innovatives E-Learning-Konzept entwickelt. Und ja, mein Diskussionsansatz wäre jetzt dann auch gleich E-Learning nicht nur selber untersuchen, sondern mit E-Learning forschen, was da eben noch an Möglichkeiten besteht. Dann vielen Dank.